Hallo ihr Lieben, hier ist Silke, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der wird ja wissen, dass der Fokus bei meiner Rohkosternährung auf Obst, Gemüse, grünem Blattgemüse, selbstgezogenen Sprossen und Wildgrün liegt. Ich esse einmal am Tag eine kleinere oder größere Obstmahlzeit. Und wer kennt das nicht, vor allem im Sommer, wenn man Obst in der Küche liegen hat oder auch reife Gemüsefrüchte, wie zum Beispiel Tomaten, dann können sich schon mal Obstfliegen in der Küche tummeln und sich dann auch sehr, sehr schnell vermehren, vor allem wenn es sehr warm ist. Und Obstfliegen sind schon seit Jahren ein Problem in unserer Küche. Also von, sag ich mal so, von Mai bis August, September haben wir manchmal ein echtes Fruchtfliegenproblem. Ich habe jetzt schon die Bananen, reife Bananen ausgelagert, die liegen bei uns im Vorflur, nicht mehr in der Küche. Aktuell haben wir noch Birnen, Zitronen, was haben wir noch? Tomaten haben wir in der Küche und ich habe hier aktuell noch reife Mangos, die hat meine liebe Freundin aus Senegal mitgebracht, die lagern hier im Wohnraum, aber hier habe ich aktuell keine Fruchtfliegen. Also die Plage in der Küche, die war in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen schon massiv, man spürte schon, die vermehren sich und ich wusste mir keinen Rat mehr und habe dann im Internet geschaut, was wäre eine gute Möglichkeit, um Fruchtfliegen lebendig zu fangen. Das war mir auch ganz wichtig. Es gibt ja da so verschiedene Hausmittelchen, dass man so ein Glas Wasser oder einen Topf, eine Schüssel füllt mit Wasser, ein bisschen Essig rein, Apfelessig oder Apfelsaft und Spülmittel und damit ertränkt man die Fruchtfliegen. Das habe ich in den letzten Jahren auch probiert, aber das war nicht wirklich erfolgreich. Wir haben dann einfach mit den Fruchtfliegen leben müssen. Es gibt ja dann auch noch so eine Art Klebeband, was man so ans Fenster aufkleben kann oder irgendwo anders hin, aber das hat auch alles nichts gebracht. Und jetzt habe ich wirklich eine kleine, sehr effektive Lebendfalle, also eine Falle für Fruchtfliegen gefunden. Die Fruchtfliegen überleben das und können dann ins Freie wieder hinausgelassen werden. Und diese Falle ist wirklich sehr, sehr effektiv. Schaut mal, hier ist die Lebendfalle für kleine Obstfliegen. Ich habe diese Falle gestern das erste Mal aufgestellt und habe diesen Becher gestern mindestens 5-mal draußen im Freien entleert. Und jetzt über Nacht, seht ihr, haben sich wieder einige Obstfliegen hier gesammelt und die entlasse ich gleich mal in die Freiheit. So, jetzt fliegen sie alle raus. Ich habe schnell das Badfenster zugemacht, dass sie nicht wieder hier alle in die Wohnung fliegen. Wenn alle ausgeflogen sind, nehme ich die Lebendfalle wieder rein und stelle sie wieder in der Küche auf. Wie ihr hier sehen könnt, steckt in der Lebendfalle ein Stück Obst. Das ist ein sehr reifes Stück einer Banane. Und diese reife Banane zieht die Obstfliegen an. Sie schlüpfen hier durch diese kleine Öffnung in diesen Becher hinein und kommen durch diese kleine Öffnung nicht mehr heraus. So können die Obstfliegen lebend gefangen werden in diesem Becher und dann wieder in die Freiheit entlassen werden. Hier bei meinen Sprossen tummeln sich auch manchmal kleine Fliegen, kleine Obstfliegen. Ich sehe jetzt gerade aktuell keine. Ich habe jetzt mal diesen Becher hier bei meinen Anzuchtschalen aufgestellt und in ein paar Stunden werden wir mal sehen, wie viele Fliegen, wie viele kleine Obstfliegen oder generell wie viele kleine Fliegen sich dann hier in diesem Becher befinden. So, nach circa anderthalb bis zwei Stunden, ich habe jetzt gar nicht genau auf die Uhr geschaut, tummeln sich wieder einige Obstfliegen hier in dieser Lebendfalle. Die werde ich jetzt gleich in die Freiheit entlassen und den Becher dann mal noch an anderer Stelle aufstellen.
Ihr habt in einer der Sequenzen meine Anzuchtschalen für Grünkraut und grüne Gräser gesehen. Ich möchte hier ausdrücklich betonen, diese Lebendfalle ist nur für Obstfliegen, also für Fruchtfliegen geeignet, nicht für diese Art Trauermücken, die in Blumenerde bzw. Anzuchterde enthalten sein kann oder auftreten kann. Heute Nacht habe ich diesen Becher in der Küche in unseren Einbauschrank gestellt und wie ihr sehen könnt, tummeln sich da auch schon etliche Fruchtfliegen. Diese Falle ist klein, unauffällig und effektiv. Wir haben sie jetzt schon mal ins Wohnzimmer gestellt, in die Küche gestellt, auch in unseren Vorflur, wo wir reife Bananen lagern. Da war auch innerhalb von 2 Stunden dieser Becher voll dieser Fruchtfliegen. Also wirklich sehr genial und ich kann das jedem empfehlen, der eine Fruchtfliegenplage in seiner Küche hat. Ich verlinke euch diese Falle unten in der Infobox. Hier links seht ihr 2 selbstgebaute Fallen für Fruchtfliegen. Dafür habe ich 2 unterschiedlich hohe Flaschen genommen und dann so eine Art Trichter selbst aus einem Blatt Papier gerollt. Diese Fallen habe ich so in den letzten 2 Jahren ab und zu im Sommer genutzt, dann wenn die Fruchtfliegenplage am höchsten war. Aber sie waren noch lange nicht so effektiv wie diese Fruchtfliegenfalle. Also das kann ich schon mal sagen aus eigener Erfahrung. Der Nachteil hier bei den Glasflaschen ist ja auch, ihr seht, die sind nicht bestülpt und man füllt ja da rein in diese Flaschen oder in diese Fallen. Hier ist ja noch eine Scheibe Banane, die schon, naja, sehr weit fortgeschritten ist. Die gärt schon und das zieht die Fruchtfliegen natürlich besonders an. Und wenn ich hier immer Fruchtstücke in die Flaschen gegeben habe, dann habe ich diese Fruchtstücke schlecht wieder rausbekommen. Also hier, das kann man viel leichter reinigen. Und hier, da muss man dann so ein bisschen mit einer Flaschenbürste oder irgendwie anderweitig versuchen, dieses Obst wieder hinaus zu befördern. Ich habe wirklich auch das Gefühl, je kleiner hier eben so eine Falle, so ein Behältnis, umso effektiver ist diese Falle. Weil hier muss ja die Fliege erst durch dieses lange Papierrohr fliegen. Ich weiß nicht, ist vielleicht jetzt nicht so verlockend für viele Fliegen. Ich habe zwar auch einige damit fangen können, aber nie so intensiv wie mit dieser kleinen, flacheren Obstfliegenfalle. Ich will jetzt nicht behaupten, dass niemals eine Fliege wieder aus dieser Falle herausfindet, aber nach meiner Erfahrung, was ich so in den letzten Tagen gesehen habe, sammeln sie sich meist oben am Rand, so wie ihr das auch hier seht, und laufen die ganze Zeit oben am Rand herum. Ganz, ganz, wirklich sehr, sehr selten findet eventuell auch mal eine Fliege wieder von unten durch das Mini-Loch aus dieser Lebendfalle. Ihr habt meine selbstgebaute Variante einer Obstfliegenfalle gesehen. Sie ist auf keinen Fall so effektiv wie die Variante, die ich euch jetzt hier in diesem Video vorgestellt habe. Aber ich habe kürzlich ein Foto gefunden, das blende ich euch mal ein. Diese selbstgebaute Fruchtfliege könnte auch etwas effektiver sein, weil das Glas niedriger ist und auch der Trichter nicht so hoch. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da ein bisschen rumbasteln könnte mit einem geeigneten Glas. Man müsste da ein bisschen effektiver Zeit aufwenden, um diesen Papiertrichter zu bauen, dass er wirklich gut in das Glas passt, nicht zu hoch ist, dass das Loch wirklich ganz klein unten ist. Dann kann man sich auch aus Glas und Papier selber eine Obstfliegenfalle bauen. Wofür Obst und Gemüse gegessen wird, fällt natürlich auch einiges an Abfall an, an Bioabfall. Wir verwenden für unseren Bioabfall schon seit einiger Zeit einen großen Plastikeimer. Da waren ursprünglich Kokosraspel enthalten. Diesen Eimer hat sich mal unser Mitbewohner Henry gekauft. Wir haben dann nach und nach die Kokosraspeln aufgebraucht bzw. in kleinere Gläser umgefüllt. Und jetzt ist das ein perfekter Eimer für unseren Obst- und Gemüseabfall, den wir auch mindestens einmal am Tag, beziehungsweise wenn viel Obstabfall, Gemüseabfall anfällt, wenn wir zum Beispiel viel entsaften oder auch Wassermelone essen, da fällt natürlich mehr Abfall an, dann entleeren wir den auch schon mal 2-mal am Tag. Also ist immer gut für Bioabfall, wieder den gleich entsorgen oder auch einen Eimer oder ein Behältnis verwenden, wo man den Deckel richtig schließen kann. Das mindert auch die weitere Verbreitung von Fruchtfliegen. Also unser geschlossener Abfalleimer plus diese Fruchtfliegenfalle ist gerade aktuell für mich eine geniale Kombination,
um die Fruchtfliegenplage wirklich in den Griff zu bekommen bzw. auch ganz zu eliminieren. Jetzt interessiert mich natürlich, was haltet ihr von dieser Fruchtfliegenfalle, wo man die Fruchtfliegen lebendig drin fangen kann? Was sind eure Methoden, wenn ihr auch ein Fruchtfliegenproblem in eurer Küche habt? Wie löst ihr dieses Problem? Ist es euch egal? Habt ihr euch auch schon diverse Fallen gekauft oder bastelt ihr euch selber was? Ich freue mich über unseren Austausch, wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute, eure Silke.